2019, da kam der erste VW ID.3 auf den Markt. Ein Meilenstein für Volkswagen, das war nämlich das erste Elektroauto auf Basis des MEB. Es gab viel konstruktive Kritik, positive als auch negative Kritik zum Kompaktstromer aus Wolfsburg. Ja, 4 Jahre später gibt es nun das erste Facelift und das ist auch das erste Facelift eines MEB-Wagens überhaupt. Und den sehen wir hier. Volkswagen scheint also auf die Kritik der Kunden gehört zu haben und hat nachgebessert, hoffentlich. Was genau alles anders ist, das schauen wir uns jetzt an. Und das ist er nun, der neue VW ID. Nein, halt, das hier ist er. Kann man schon mal verwechseln, da sich äußerlich gar nicht so viel getan hat. Dazu gleich mehr. Die Daten des Kompaktstromers bleiben identisch zum Vor-Facelift. Allerdings steigt die Ladeleistung des Pro S mit großer Batterie. Apropos, in Zukunft möchte Volkswagen sogar noch eine kleinere Batterie nachreichen. Wir waren in Hannover und haben uns die Produktaufwertung zeigen lassen. Spätestens hier wird deutlich, für die Wolfsburger ist der ID.3 nicht einfach nur ein Elektroauto, sondern ein ganz wichtiges Modell. Ja, der ID.3 bedeutet uns eine ganze Menge. Also wir haben eine Produktaufwertung, ein Facelift jetzt auf den Markt gebracht oder bringen ein Facelift auf den Markt. Und man sieht es auch an der Standardvorlagerung. Wir werden jetzt den ID.3 auch in Wolfsburg produzieren. Das Werk, was jetzt lange Jahre den Golf produziert hat und daran sieht man ganz klar den Stellenwert vom ID.3. Jetzt auch mit dem Bau in Wolfsburg, dass wir hier 3 Standorte bedienen. Wir wollten auf das Kundenfeedback reagieren. Also wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben gesagt, wir haben eine Erfolgsgeschichte mit dem ID.3, mit den IDs geschrieben. Die wollen wir weiter fortsetzen. Wir wollen an den Themen arbeiten, die uns dann auch die Kunden mitgegeben haben, wie jetzt zum Beispiel der Fokus auf die Interieuraufwertung. Und da muss ich sagen, haben wir am meisten Gas gegeben. Wir wollten wirklich das Thema Qualität, Wertigkeit, Anmutung, auch Nachhaltigkeit ins Fahrzeug bringen. Und da haben wir am meisten Wert drauf gelegt. Wir haben natürlich einige Themen, die wir auch besser machen wollten. Der ID.3 ist trotzdem eine Erfolgsgeschichte. Wir sind jetzt seit einiger Zeit ausverkauft. Wir wissen, dass wir auch ein paar Themen haben, an denen wir weiter arbeiten wollten. Das haben wir uns für die Produktaufwertung, fürs Facelift vorgenommen. Und da wollten wir ansetzen. Es gibt einige Neuerungen, die das Facelift mitbringt. Insgesamt viele kleine Details. Die Technik wurde verbessert, aber auch die Optik. Wir haben neue Farbtöne, zum Beispiel hier Dark Olivine Green. Sieht richtig schick aus, wirkt in der Sonne auch so ein bisschen goldenfarbig. Und der Wagen sieht einfach maskuliner aus, erwachsener aus als noch zu Beginn 2019, 2020. Das liegt vor allem an der Frontschürze, die insgesamt erwachsener wirkt, maskuliner wirkt und hier Air Curtains hat, wo auch schön die Luft durchgeht. Das hat sogar einen kleinen positiven Effekt auf die Aerodynamik, ein besserer CW-Wert. Und die Haube bekommt mehr Wagenfarbe. Die Designhaube hier oben mit diesem Schwarzen ist Geschichte. Wir haben jetzt eine komplett lackierte Haube und hier nochmal mit ein paar Details in der Karosserie. Neue Farben gibt's, das haben wir bereits geklärt. Es gibt aber auch eine neue Felge. Das ist nicht die hier an diesem ID.3, sondern da hinten an dem Weißen. Die blenden wir gleich für euch ein. Besonders ist beim ID.3 Facelift, dass er viel mehr Ausstattung besitzt als vorher, serienmäßig. So hat er zum Beispiel elektrisch verstellbare Spiegel, beheizte Spiegel gleich mal serienmäßig mit an Bord und vieles, vieles weiteres. Optisch fällt vor allem seitlich auf, dass wir jetzt einen silbernen Keder serienmäßig haben, nicht einen schwarzen wie vorher. Einen schwarzen optional soll es erstmal nicht geben, da möchte man sich eventuell das Ganze aufheben für ein sportliches Modell, was noch folgen soll. A la GTX. Man munkelt. Gehen wir aber jetzt mal nach hinten, schauen wir weiter. Nun zur Heckpartie des neuen ID.3 Facelifts. Und wir können sehen, eigentlich gibt es nicht allzu viel Neues. Aber wir haben jetzt hier noch den zweiten Teil des Rückenlichtes, der endlich leuchten darf. Ja, und es gibt auch eine neue Animation, wie wir hier sehr schön sehen können. Ansonsten eigentlich alles beim Alten und das ist auch gut so. Und es gibt auch nach wie vor hier eine Kupplung für Fahrradträger. Finde ich auch eine sehr gute Idee. Der neue sieht dem alten zum Verwechseln ähnlich. Die größten Mehrwerte sind neue Optik-Highlights und neue Ausstattungsmöglichkeiten, wie etwa neue Farben. Das Dach ist zu 100% schwarz und bildet somit einen Kontrast zum Rest der Karosserie. Weiterhin gibt es optional IQ-Light, Matrix-Scheinwerfer und bis zu 20 Zoll große Räder. Dank neuem Frontschürzendesign wird der Luftstrom gezielter um die Vorderräder geleitet, was sich positiv auf den CW-Wert auswirkt.
An den Abmessungen ändert sich hingegen genauso wenig wie beim großzügigen Platzangebot im Innenraum und im Kofferraumvolumen. Größte Änderung des Facelifts ist sicherlich der Innenraum. Viele, viele Details sorgen dafür, dass das Wohlfühlambiente im ID.3 deutlich gestiegen ist. Und da hat Volkswagen auf die Kritik der Kunden gehört. Unter anderem geht es um einen weich geschäumten Armaturenträger. Ja, Teile des ID.3, nicht alle, aber viele wurden jetzt weich unterschäumt. Das fühlt sich deutlich besser an. Und wir haben jetzt hier auch Nähte überall. Auch hier am Armaturenträger können wir das sehen, was deutlich wertiger aussieht. Im Übrigen, sagt Volkswagen, das alles hier ist tierfrei und das soll auch so bleiben, bitteschön. Also Volkswagen legt da Wert auf vegane Materialien, weswegen wir jetzt auch kein Lederlenkrad mehr haben, sondern eines mit einem recycelten Material. Das fühlt sich schon ziemlich ähnlich an wie Leder. Ein bisschen anders ist es aber tatsächlich schon. Neben der High-End-Mittelkonsole, die es bisher optional gab, ist diese nun serienmäßig. Das bedeutet, wir haben hier eine induktive Ladefunktion hier vorne drin und wir haben ein Rollo. Wir haben USB-C-Steckdosen hier vorne zum Laden des Handys zum Beispiel und das finde ich richtig gut. Wir haben aber auch ein 12-Zoll-Display, das nun serienmäßig ist und eine neue Bedienarchitektur. Das heißt, neue Hardware, neue Software. Das Ganze funktioniert jetzt deutlich flüssiger als zuvor. Die neueste Software gibt es auch, das heißt Functions on Demand. Bietet das System, man kann also im Nachhinein, wenn man ID.3 gekauft hat, kann man Funktionen freischalten und das geht nun auch bei diesem Fahrzeug, auch gerade aufgrund der neuen Software. Wenn wir hier mal reinschauen, bin mal gespannt, was da steht. Wir kennen ja noch beim ID.Buzz war es 3.2 und hier steht tatsächlich 3.5. Okay, was ist mit 3.3, 3.4? Keine Ahnung, auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass das hier die neueste Software ist und die funktioniert auch richtig, richtig schnell. So habe ich mir das schon immer gewünscht. Aber es gibt einen Manko und ich muss euch leider enttäuschen. Alle, die gesagt haben, diese Bedienleiste hier vorne geht eigentlich gar nicht, weil sie nicht beleuchtet ist. Ja, dieser Touch-Slider, da hat Volkswagen leider noch nicht nachgebessert. Ja, große Enttäuschung, darf sich da vielleicht breit machen. Immer noch nicht beleuchtet, das heißt im Dunkeln sucht man vielleicht so ein bisschen die Verstellung der Lautstärke. Man kann es aber auch immer noch über die Lenkradtasten machen. Ich habe aber auch gesagt bekommen, dass ab 2024 der ID.3 mit neuer Bedienarchitektur vom ID.7 ausgestattet werden soll. Und da soll es dann endlich auch eine Beleuchtung geben. Schön wäre das allemal. Die gesteigerte Wertigkeit des Innenraums merkt man sofort. Er dürfte langjährige VW-Fans nun zufriedener stellen. Für die Türverkleidung und Sitzbezüge wird das Mikrofasermaterial Art Velour Eco verwendet, das zu 71% aus recycelten Materialien besteht. Selbstverständlich gibt es weiterhin Annehmlichkeiten wie Ergo-Komfortsitze samt Massagefunktionen, verstellbare Armauflagen, ein Panoramaglasdach, eine faszinierende Ambientebeleuchtung oder das ID Light unterhalb der Windschutzscheibe. Neu ist hingegen das Soundsystem von Beats. Auch darf wieder das Augmented Reality Head-Up-Display nicht fehlen. Dank neuer Software beinhaltet die Produktaufwertung des ID.3 dazu noch mehr Assistenz. So kann der Stromer auf Schwarmdaten zugreifen, damit der teilautonome Travel Assist auch auf Straßen mit nur einer Fahrbahnbegrenzung funktioniert. Außerdem bietet er nun wie andere ID-Modelle auch den assistierten Spurwechsel oder automatisiertes Parken. Und wer sich die Zeit im Stau oder an der Ladesäule vertreiben möchte, der kann sogar ein paar Spiele daddeln. Ist der ID.3 etwa nun frei von Kritik? Natürlich ist er nicht perfekt. Wir wissen, wir haben immer noch Themen, an denen wir arbeiten wollen. Wir machen aber einen großen Schritt nach vorne, gerade im Thema Qualität. Auch im Exterieur machen wir einen großen Schritt nach vorne. Jetzt zu sagen, der ID.3 wäre perfekt, wir wollen weiter Gas geben, es kommt noch mehr. Deswegen haben wir noch eine Menge im Petto. Also wir haben natürlich einige Produktereignisse auch noch im ID.3 vor uns. Das größte und für mich interessanteste Produktereignis ist auf jeden Fall der Einsatz vom GTX. 2024 werden wir dann ein ID.3 GTX präsentieren und da freuen wir uns sehr drauf. Der
ID3 soll kommen, wieder als Pro- und Pro-S-Variante mit kleinem und großem Akku, 58 Kilowattstunden oder 77 Kilowattstunden. Allen gemein ist die permanent erregte Synchronmaschine im Heck mit 204 PS und 310 Newtonmeter. Die Ladeleistung fällt übrigens jetzt höher aus. Beim Pro-S mit bis zu 170 kW Gleichstrom kann da geladen werden, bei dem Pro-Modell mit bis zu 120 kW. Volkswagen sagt, der neue ID.3 soll Ende des Jahres auf den Markt kommen. Also das vierte Quartal ist angedacht. Ich muss sagen, ich freue mich drauf. Jüngst hat Volkswagen zudem den Basispreis des neuen Stromers verkündet. Das Pro-Modell mit 58 Kilowattstunden Akku werde bereits ab 39.995 Euro zu haben sein. Damit ist er in etwa 4.000 Euro günstiger als der aktuelle.